Der Soundtrack ist alt. Wenn man sich das anschaut, schaut da Close Up. Oh, da schwimmt schon da oben diese grauslige Flüssigkeit. Ebenfalls haben wir es da. Somit herzlich willkommen bei einem neuen Groß- und Gomme-Video. Wir zeigen euch heute, was man mit so alten Sauerteigen machen kann und was sind jetzt eigentlich alte Sauerteige. Bei uns wären das die Sauerteigkulturen, die irgendwo hinten im Kühlschrank dann einmal vergessen werden und dann so zwei, drei Wochen, vier Wochen um und um stehen. Und ich möchte euch da zeigen, wie kann man die jetzt noch verwenden, beziehungsweise wie erkennt man jetzt, ob man den jetzt dann verwenden soll oder nicht. Wenn wir da jetzt einmal reinschauen, haben wir da sehr viel Flüssigkeit oben schon drauf. Das heißt, am Teig oben schwimmt schon Flüssigkeit. Ihr habt einen alten Roggensauerteig und einmal einen alten Weizensauerteig. Das kommt daraus, dass Flüssigkeit da jetzt in der weiteren Fermentation frei wird. Da entstehen Alkohole, Wasser wird frei und das setzt sich alles oben ab. Und oft ist die Flüssigkeit dann schon recht dunkel, weil durch den Alkohol lösen sie verschiedene Farbstoffe, oder nicht Farbstoffe, aber Pigmente, eben aus dem Mehl heraus. Und das wird dann oben so eine braune Suppe. Ist nicht appetitlich, ist aber überhaupt kein Problem und können wir jetzt verwenden. Wir machen ein einfaches Weizenbrot mit ein bisschen an Roggen, also ein Weizenmischbrot, mit diesem alten Sauerteig. Und damit das Ganze noch gut aufgeht, geben wir ein bisschen Hefe rein. Wir haben euch schon mal in einem Video gezeigt, wie man aus Teigresten oder alten Sauerteige so zusammengemischt ein Brot machen kann. Das wäre dieses Pane Sera. Aber bei diesem Video geht es jetzt rein nur um alte Sauerteige. Da mischen wir nichts anderes rein und haben somit dann hoffentlich ein intensives Aroma von diesen alten Sauerteigen, aber trotzdem aufgrund der Hefe eine schöne Lockerung. Und was kommt jetzt in das Rezept rein? Einmal natürlich Weizenmehl, Roggenmehl, dann ein bisschen Öl geben wir den Teig hinzu, macht ein bisschen eine bessere Kruste und Salz und Hefe und dann natürlich noch Wasser. Das sind jetzt unsere Zutaten für diesen Teig. Die werden wir mischen und zwar mischen wir die heute mit der Küchenmaschine. Wasser kommt zuerst in die Schüssel und dann die Zutaten rein. Wir mischen den Teig jetzt 10 Minuten langsam und zwar zu Beginn ohne dem Salz. Der Teig wird ungefähr 10 Minuten langsam gemischt und dann kommt das Salz hinzu und wir werden den Teig etwas schneller auskneten, bis er eine schön glatte Oberfläche kriegt. Dann geben wir den Teig in eine geölte Wanne und werden ihn da eine Stunde reifen lassen, um ihn dann einmal zu falten und dann nochmal eine weitere Stunde reifen lassen. Und hier haben wir jetzt eben unseren Teig, der eben in diese geölte Wanne gekommen ist. Wir haben den vorher schön fertig gemischt, sodass es eine glatte Oberfläche zeigt. Das ist ein super geschmeidiger Teig gewesen. Und dann in diese geölte Wanne geben. Da drin ist jetzt eine Stunde gelegen. Jetzt werden wir den Teig einmal zusammenfalten und man merkt, uiuiui, der hat eine schöne Stabilität, eine schöne Spannung. Kommt natürlich auch von der Säure von diesem alten Sauerteig. Und den falten wir jetzt einmal so vorsichtig, ein, zweimal so vorsichtig zusammen. Das passt. Und so lassen wir den Ganzen jetzt auch nochmal eine halbe Stunde rosten und werden ihn dann zu einem großen Brotleib formen, den wir super schön einschneiden. Und das wird eine schöne Kruste ergeben. Wir wollen uns jetzt nochmal ansehen, wie man so jetzt seinen alten Sauerteig so wieder klassisch ausschaut. Man sieht da diese Flüssigkeit, die eben sie oben absetzt, ist eben Fermentationsflüssigkeit, das ist Alkohol, alles Mögliche und riecht sehr stark, riecht oft ganz stark nach Essig. Diese Essigsäuren sind sehr flüchtig und riecht man natürlich sofort. Und der Sauerteig an sich, der ist schon voll zersetzt und ganz flüssig und schaut einfach auch nicht mehr fit aus. Und er kann nur viel flüssiger werden. Unser Weizensauerteig war etwas auf der festeren Seite, das heißt, den haben wir ein bisschen fester gemischt, damit er im Kühlschrank länger haltet, aber trotzdem wird er sich abbauen und sich verflüssigen.
Und mit diesen alten Sauerteigen, den könnte man jetzt füttern, der wird wahrscheinlich wieder gut zu arbeiten beginnen, aber wir werden ihn eben zum Brot verbacken, weil wenn so ein Sauerteig jetzt einfach länger steht, dann beginnt er sich selbst abzubauen. Das heißt, da werden Enzyme aktiv, die ganz stark dieses Eiweiß abbauen. Und diese Enzyme sind jetzt, wenn es unkontrolliert ist, natürlich negativ fürs Brot, weil sie auch unseren Teig zu stark abbauen und somit zu viel von dieser Reifung zu schnell passiert. Aber in einem gewissen Grad ist das ganz super. Man kriegt schnell ein intensives Aroma und braucht den Teig eigentlich nur 2 Stunden rasten lassen mit diesem sehr alten und somit auch sehr aggressiven Sauerteig, um eigentlich viel Aroma, viel Geschmack, wie durch eine längere Reifung zu bekommen. Ich für mich selber habe immer sehr gern alte Sauerteige im Kühlschrank. Wenn ich schnell ein Brot mit viel Aroma machen will, dann verwende ich genau diese alten Sauerteige und das wirkt sich dann meistens in sehr intensiven Broten mit einer sehr guten Kruste aus und oft einmal auch eine schöne grobe Porung, wenn man den richtigen Teig mischt. Unsere 2 Sauerteige sind da jetzt so schätzungsweise 2 bis 3 Wochen alt. Sind für einen alten Sauerteig noch relativ jung, aber das Rezept, was ich euch da mitgebe, was es dann unten in der Videobeschreibung gibt, ist, sagen wir mal, zwischen 2 und 6 Wochen. So dürfen die Sauerteige ruhig sein. Wann soll man Sauerteige nicht mehr verwenden? Wenn sie beginnen zu schimmeln, dann sind sie wegzugeben und sonst 2 bis 6 Wochen alte Sauerteige eignen sich für dieses Rezept sehr gut. Wir haben euch das in vielen Videos schon gezeigt, wie man jetzt die Kultur grundsätzlich füttert. Das heißt, wie pflegen wir unseren Sauerteig? Aber wie gesagt, es kann immer passieren, dass ein Sauerteig überbleibt oder mal zu alt wird. Dann eignet sich dieses Rezept. Der Teig ist jetzt nochmal schön aufgegangen und kommt jetzt auf die Arbeitsfläche, das heißt, wir werden es leicht bemehlen, die Arbeitsfläche ebenfalls bemehlen und dann mit der Teigkarte schön rauslösen, vorsichtig. Wir wollen da jetzt nicht zu grob arbeiten, um den Teig nicht zu beleidigen. Zack. Man sieht eine schöne Struktur, er rinnt nicht zu sehr auseinander. Das heißt, wir haben da wirklich einen schönen, stabilen Teig und werden den jetzt ganz vorsichtig ein bisschen ziehen, ein bisschen dehnen, übereinander falten und dann kommt es in ein bemehltes Bäckerleinen. Lassen ihn dann nochmal 30 bis 45 Minuten rasten, um ihn dann zu wenden, super schön einzuschneiden und in den heißen Ofen zu geben. Das heißt, wie machen wir das jetzt? Schön vorsichtig übereinander lappen und darauf achten, kein Mehl einzuarbeiten. Das heißt, nehmen wir den Teig vorsichtig, ein bisschen ziehen und übereinander lappen. Die eine Seite passt, die zweite ebenfalls. Zack, fertig. Und den Teig, also Ganze, geben wir jetzt in das Tuch. Das heißt, mit dem Schluss nach oben versucht man das vorsichtig reinzuheben und werden den jetzt da einfach zudecken und schauen, dass er sich jetzt nochmal für ungefähr 30 Minuten entspannen kann und dann gehen wir in den Ofen. Unser Weizenbrotteig ist hier jetzt schön gerastet, ist schön aufgegangen, das passt gut. Ich habe da jetzt die doppelte Menge verwendet, keine Angst beim Rezept, eure Menge ist nur halb so groß. Ich mache die doppelte, weil man dachte, ja, großes Brot ist immer schön. Und der wird jetzt mit dem Tuch auf das Brett mit dem Papier gelegt, wird dann eingeschnitten und dann kommt er schon in den heißen Ofen. Ich habe beim Ofen jetzt einen Backstein reingeben, den auf 230 Grad vorgewärmt. Und werde das jetzt dann mit Schwamm backen. Opa. Jetzt könnte man sich überlegen, das gar nicht zu schneiden, weil es ja ganz nett ausschaut. Das heißt, ich werde mit dieser riesigen Oberfläche, das habe ich nicht beachtet gehabt, dass da dann unten ein paar Falten waren. Jetzt werde ich es nur rechteckig ziehen und diesen großen Leib genauso in den Backofen geben.
Na, passt definitiv. Wir haben da jetzt unseren großen Weizenleib gebacken. Der war schon recht grenzwertig beim Ofen, ist links und rechts schon fast ein bisschen angestanden, hat aber noch funktioniert. Mein Teig war jetzt ungefähr 2 Kilo schwer. Das Rezept, das ich für euch in der Videobeschreibung habe, ist für 1 Kilo Teig und somit natürlich verkürzt ein bisschen die Backzeit. Ihr könnt jetzt das so ungefähr 55 Minuten im Ofen backen, dann hat man einen schönen Weizenleib. Barbara, ja? Magst du mal schnell herschauen? Magst du mal kurz herschauen? Wow! Duft und Klang von frischem Brot. Wahnsinn, ist das schön. Euch wünsche ich alles Beste beim Backen zu Hause. Ich hoffe, ihr habt Freude mit euren alten Sauerteigen. Und wir freuen uns natürlich über Likes und Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei den nächsten Videos auch wieder dabei seid. Viel Spaß beim Backen und alles Gute soweit. Thank you.